Nicht nachgefragt. Deutschlands geheimstes Radioquiz mit Jürgen Gerbel. Haarpracht. Sie sprechen mit Max, was kann ich für Sie tun? Wo bin ich da jetzt gelandet? Beim Friseur, Salon Haarpracht. Beim Friseur, das passt. Wir sind nämlich Kollegen. Ich hoffe, ich störe gerade nicht. Und zwar ist hier gerade ein Kunde reingekommen. Ich muss auch ein bisschen leiser sprechen. Und ich glaube, ich kenne den irgendwoher. Okay, ja, kann ja sein. War der schon mal da oder was? Ich komme nicht drauf, ja. Ich weiß nicht, ob wir uns vielleicht irgendwie aus dem Fernsehen, habe ich ihn schon mal gesehen. Oder hatte ich mal was mit dem? Ich kann mich nicht erinnern, aber ich kann ihn auch nicht fragen, ne? Wenn ich ihn frage und der ist berühmt, dann denkt er noch, was, die ist ja doof, die Alte. Dann fragen Sie was anderes, vielleicht kommen Sie dann irgendwie anders drauf, keine Ahnung. Ja, ich kann ja vielleicht mal ein bisschen ausfragen beim Shampoonieren. Vielleicht kommen Sie ja mit mir zusammen drauf, wer es ist. So, ich, ja, Moment mal, ich hole mal ganz kurz. So, der Herr, vielleicht möchten Sie mal ganz kurz hier ins Stühlchen sich setzen, zum Shampoonieren. So, zum ersten Mal hier bei uns. Ist das Wasser so angenehm? Oh, das ist gut. Zum ersten Mal hier bei uns im Salon? Woher kommen Sie denn, wenn ich fragen darf? Ich komme aus dem flächenmäßig größten Bundesland Deutschlands. Haben Sie gehört gerade zufällig? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Bayern, glaube ich. Aus Bayern kommen Sie. Ist richtig? Ja. Ja. Was könnte ich den denn noch fragen? Haben Sie noch eine Idee? Weiß ich doch nicht. Oder was er beruflich macht, oder? Ja. Was machen Sie? Kann es sein, dass Sie kommen mir, ich sag's ganz ehrlich, Sie kommen mir ein bisschen bekannt, habe ich Sie vielleicht mal irgendwo gesehen? Ja, das kann sein. Ich war zum Beispiel in dieser Comedy-Show von Thomas Hermanns. Comedy-Show Thomas Hermanns? Oh Gott, da komme ich gerade gar nicht drauf. Quatsch-Comedy-Club, glaube ich. Quatsch-Comedy-Club, richtig, ja. Das Wasser ist noch angenehm? Alles gut. Sie sollten mal über eine Spülung nachdenken. Auch auf dem Kopf. Okay. Aber sagen Sie, Ihr Name, darf ich fragen, wie Ihr Name ist? Ihr Vorname? Ja, Sie scheinen ja prominent zu sein dann. Ja, aber das ist, fast jeder heißt so. Mein Vorname ist der dritthäufigste, männlichste Vorname in Deutschland. Der fängt männlichste? Mit M an. Jetzt machen wir mal ein Rätsel hier. M. Mit M? M? Wie haben Sie eine Ahnung? Wenn ich jetzt nicht besser wüsste, würde ich sagen Michael Mittermeier. Da ist mir vor Schreck direkt der Wasserhahn ausgegangen. Er hat recht! Ja, nee, dann tut's mir leid, dann kenne ich den doch nicht. Er kennt mich nicht, da der Shampoonierer. Was bist denn du für einer? Dann habe ich mich vertan. Aber sagen Sie, wenn Sie Michael Mittermeier kennen, kennen Sie auch Deutschlands geheimstes Radioquiz? Nee, keine Ahnung, ich höre kein Radio. Das heißt ungefragt nachgefragt. Und da waren Sie gerade Kandidat. Und ja. Ja, das heißt, für 3 richtige Antworten schenken wir Ihnen jetzt 150 Euro. Bin ich jetzt im Radio oder was? Ja, ist doch schön. Gleich noch die Haare machen. Scheiße, ich bin im Radio, weißt du? Ja, genau. Sieht auch gut aus. Jetzt die Frisur. Ja, wunderbar. Viel Spaß mit der Kohle. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Danke fürs Mitmachen. Danke. Ja, tschüss. Schönen Tag noch. Danke. Ja, tschüss.